Während eines Eishockeyspiels der Bayreuth Tigers gegen die Ice Pirates Krimitschau soll Felix Weber von Spielvereinigung Bayreuth Polizisten angegriffen haben. Angriff auf Polizisten? Felix Weber suspendiert die sportliche Richtung des Vereins, entschuldigte sich bei den beiden Eishockeyteams für das Verhalten ihres Fachmanns. Er schlug einen Polizisten, ergriff einen anderen an seinem Hals. Die Rettungsdienste für die Sevo waren notwendig, um den Mann zu zähmen, sagte er. Er musste nun legal für Körperverletzung und Angriff auf Durchsetzungsbeamte verantwortlich. Der 28-Jährige hatte mehr als 3 Pro pro 1000 Alkohol in seinem Blut. Felix Weber, 16 Jahre, bei TSV 1860 München. Weber, der aus Weilheim in Apperbayern stammt, wechselte im Juli 2021 von Rot-Weißen zu der Bayreuth Game Association, Kapitän. Der Vertrag des Zentralverteidigers in Bayreuth läuft bis Juni dieses Jahres.